Jemand noch einen Saft zum Frühstück? Einen leckeren Smoothie. Ja. Ich habe Raspberry, Orange, Apfel und Passion im Angebot. Jemand noch ein? Ja, dann nehme ich Passion. Jo, Morgen. morgen bringe ich dir mit. Sascha, Saft? Ja, gern. Was denn? Orange, Apfel, Raspberry, Passion? Eine Orange. Jo, Henrik? Ja, ich nehme einen Apfel. Apfel. Oh Gott, kann ich gar nicht alles tragen, weil ich komme mal rüber. Oh Gott. So, einmal dein, einmal dein Danke. und einmal dein. So. Ach, ist der Herr aus dem Bett gefallen, ja? Ja, Entschuldigung. 5 Uhr morgen. Ja, Arbeitsbeginn. ich war gestern noch bei Pablo. Entschuldigung. Oh nein. Fang nicht damit an. Pablo säuft dich unter den Tisch, ich sag's dir. So, Jungs. Hast du die Zeitung gelesen? Nee, was steht drin? Lies mal vor. Grupo de 20 Panaderos de la Zona Urbana quer Accelerio. Auf Deutsch, irgendwelche Kühe sind ausgebrochen. Sind das die, die wir letzte Nacht bei uns auf die Kuhweide gebracht haben? Sind Diese. das 20 Stück? Es sind 40. Vielleicht 20 davon schon ausgebüxt. Keine Ahnung. Vielleicht hat Sascha in seinem Besoffensein die Luke offen gelassen. Nee, ich weiß nicht. Das weißt du so genau, ja? Sollen wir Pablo fragen? Das ist ja das Problem. Ich weiß gar nichts davon. Die Ja. Geschichte, das ist ja noch schlimmer. So, setzen wir uns erstmal hin zum Frühstück. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Multiplayer aus Paraguay. Mit dabei, ihr habt's gesehen, Chris, Sascha und Henrik. Morgen. Moin. Moin. So, heute folgende Arbeitsaufteilung. Chris wird Zuckerrohr anpflanzen, könnt ihr bei ihm dann auch auf dem Kanal sehen im Video. Sascha wird Feld 1 pflügen. Und Henrik wird Zuckerrohr-Setzlinge vom Landhandel holen. Ich werde mich derweil auf Feld 2 begeben und mit euch Sojabohnen ansehen mit den Starrermaschinen. Wir haben auf Feld 3, haben wir gestern schon ein bisschen Zuckerrohr angesät, dass wir ein bisschen was da haben. Seht ihr vielleicht die Pflanzen dann schon? Und ich würde sagen, Jungs, seid ihr fertig mit Frühstück? Jo, 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 let's go. Dann können wir loslegen. So, einmal hier erstmal. Ist halt in Paraguay so, ne? Wir können hier schön um 5 Uhr morgens anfangen. Ist halt nicht ganz so dunkel hier, dadurch passt alles. Da hinten schön der Sonnenaufgang. Wir haben auch noch ein bisschen was umgebaut, deswegen laufe ich mit euch gerade mal rüber. Ne, wir haben hier noch eine Fahrzeughalle drunter gestellt. Die passt halt. Die kleine Standardhalle reicht nicht ganz aus, wenn man mit mehreren Leuten spielt. Und dementsprechend haben wir noch eine Halle dran gebaut. Sag mal, meine Saatmaschine habe ich aber gestern nicht so stehen lassen. Da ist irgendwas komisch. Und ich finde immer noch urkomisch diesen ollen Drive Control. Oh, ich mach der Wahnsinn. Ich bin das schon gar nicht anders gewöhnt. Ich habe den ja schon seitdem es Drive Control gibt drauf. Und auch immer mit diesem langsameren Anfahren. Welches Feld war jetzt mit Zuckerrohr an Pflanzen, Chefe. 14. 14. So, ein bisschen habe ich noch was drin. Also. Ist 14 eigentlich gegrubbert oder nur gepflügt? Ich meinte nur gepflügt. Ich glaube, das Zuckerrohrding ist keine Direktsaat, oder? Ich gucke mal. Ich weiß, dass meins eine Direktsaat ist, was ich jetzt gerade versuche, hier irgendwie krampfhaft rauszukriegen, was hier aber ziemlich. Mit einer Sämaschine kann man Felder bestellen. Okay, kleine Planänderung. Sascha? Nein, nein, nein. Sascha, übernimm mal bitte mit dem Starrer, den du da hast, den Grubber und fahr mal vor Chris her. Auf Feld 14. Weil Chris, du hast eh nur einen Meter breit. Also Sascha fährt zweimal und dann hast du gefühlt schon 3 Stunden was zu tun. Okay. Ich komme hier nicht raus. Wer hat denn die Sämaschine so doof angefahren? Die andere ist leer. Ich wollte die volle mitnehmen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich komme mit den Zwillingsbereifungen da nicht rum. Haben wir hier irgendwie was zu retten? Bestimmt, wir haben doch den MF hier, ne? Du hast doch noch eine zweite Sämaschine, die da steht. Die ist leer. Die ist quasi nur Deko. So weit sind wir noch nicht.
Ich muss mal gucken. Soll ich den hier rausnehmen? Nee, ich hab doch hier den MF. Ich rubbel mich da schon frei. Keine Sorge. Lalalala. Und nein, Leute, es ist nicht geplant, das so chaotisch durchführen zu wollen, wie es bis jetzt gerade ist hier. Das sieht nicht chaotisch aus. Es ist nur irgendwie durch den Wind in letzter Nacht hier ein bisschen verrutscht. So, mal hier. Durch den bayerischen Wind. Ja, genau durch den. Jetzt ist. Oh nee, jetzt hängt sie da auch noch. Vorsichtig. Ach so, und einer von euch Scherzbolden wird nachher noch den Flug aus meinem Büro rausholen. Da lässt man seine Mitarbeiter, weißt du, einmal unbeaufsichtigt die Halle aufräumen und die stellen dir den Flug in die Halle, ins Büro. Ja, bitte. Ich helfe dir mal. Du kriegst die, du kriegst die Kurve dann da nicht so mit den Zwillingsbereifen. Drück da jetzt nicht zu stark gegen, ne? Wir wollen ja hier nicht unser neues Starrergerät kaputt machen. Kommt eh nicht aus dem Quark. Na gut. Oh. Mach mal rückwärts. So. Ja, jetzt wo ich es gedreht habe, ne? Jetzt sagt er hier, guck mal, ich schaff das. Mhm. Ja. Halbe Stunde bin ich am Arbeiten. Aus dem Weg? Du darfst wieder aussteigen. Jetzt kann ich das selber, danke. Das ist. Tobi, guck mal, was ich geschafft habe. Wow! Chris, vielen lieben Dank. Das hätte ich gar nicht ohne dich geschafft. Ja, ich weiß. Ach, gut, guck mal an. So. Und wir haben rausgefunden, dass in Paraguay Spanisch gesprochen wird. Hola, ¿cómo estás? Ja, keine Ahnung, was er da macht. Ja. Ich glaube, der hat Schmerzen. Ja, ich glaube auch. Das heißt, hallo, wie geht es dir? Ja, auf Spanisch. Gesundheit. Danke. Mir geht's gut. Bonjour. Ich weiß aber die Antwort leider nicht mehr. Ich wusste das immer. Muy bien. Muy bien? Okay. Aber gehört da nicht noch eigentlich was dazu? Ja, ihr seht das, wir Nordlichter kennen uns da nicht ganz so gut aus. Nö, überhaupt nicht. So, 11 km/h und gib ihm. Oh, bei der Saatmaschine handelt es sich hier um eine Direktsaat, deswegen können wir hier schön auf dem Gepflügten drauf und gleich auch mit Düngefunktion, also alles super. Arbeitsbreite war 2,5 Meter, 3,6, 3,7 oder sowas. Oh, 3,6 sagt mir GPS. Lassen wir doch mal auf 3,6. Also ich hätte mir die Zeitung mitnehmen können. Verstehst du ja eh nichts. Was ich ganz schön finde bei den Starrermaschinen, das kannst du, Chris, bei dir auch mal gucken. Die ganzen Ketten, die hinten dran sind, sind alle animiert, ne? Wenn du dich bewegst. An den Saatmaschinen. Ich weiß nicht, das sieht man wahrscheinlich hier in der Aufnahme schlecht. Aber das dreht sich alles, wenn du fährst. Das ist eigentlich mal sehr detailreich für Giants-Verhältnisse. Muss man mal anmerken. Ja, das merkt man ja auch schon bei den Horsch-Geräten, sag ich mal. Die sind ja auch schon echt geil, muss man sagen. Wobei die nicht von Giant sind. Nö, aber muss man ja auch mal anmerken. Das stimmt. Ist ja nicht so standardmäßig, dass man, oder üblich, dass man Standardmaschinen, sag ich mal, so ein bisschen besser animiert bekommt. Das Einzige bei den Horsch-Geräten ist tatsächlich, dass die Zapfwelle quasi einfach da runterhängt. Oder die ganzen Kabel. Ja. Weil quasi keine dynamischen Schuhe verbaut sind oder dynamische Hosen. Wir werden uns hier in Paraguay übrigens drauf konzentrieren, Zuckerrohr, Sojabohnen, klein wenig Getreide und dann Mais. Mais vielleicht nicht unbedingt häckseln, aber das sind so die Fruchtarten, auf die wir uns hier konzentrieren werden. Halt den Witterungsbedingungen angepasst oder der Landschaft angepasst, der Temperatur des Klimas, das wollte ich sagen. Vielleicht wird es in Zukunft auch noch ein klein bisschen von uns hier an der Map gebastelt werden, was Fruchtart angeht. Wir haben da noch so eine Fruchtart im Auge, die vielleicht noch mit rein könnte.
Dazu aber mehr, wenn es spruchreif ist. Ach, ich weiß, was du meinst. Genau, hatten wir drüber gesprochen. Genau. Wollte ich gerade sagen, da hatten wir mal was. Wir werden auch demnächst, ihr seht das da hinten, da ist ja diese eine Wiese, wo die Palmen draufstehen, zwischen hier und dem Shop. Diese Palmen werden wir wohl mal irgendwie in den nächsten Folgen irgendwann mal entfernen. Quasi killen. Dann haben wir noch die Büsche unten drauf, sodass wir die als Wiese zum Mähen haben. Unter anderem. Weil die BGA hier sieht ganz gut aus und wer die BGA hier nicht kennt, der wird sich auf die Folge freuen. Ich sag nur, der Fermenter ist hier sehr speziell. Und mir persönlich gefällt der besser als die Fermenter auf anderen Karten. Soll ich das andere Saatgut auch mitnehmen? Ach ja, da steht noch Saatgut für das Horschgerät, genau. Ja, wenn du schon mal da bist, könntest du mitnehmen, ja. Wenn es keine Umstände macht. Ja, 1,4 Meter und ja. 1,4? Sagt das GPS. Vertraust du dem GPS? Weil der hat nämlich nur einen Meter. Jo, ich habe gerade mit 1,2 Meter gemacht und das hat eigentlich ganz gut hingehauen. Okay. Ich habe gestern auf 1 Meter gestellt. Sicher ist sicher. Hat der Bauer gesagt und hat den Berg rausbremst. Also, für meine Zuschauer, ich werde natürlich auch noch, wahrscheinlich in den nächsten Part, werden Chris und ich mal durchwechseln. Dass ihr dann auch mal seht, wie mein Zuckerrohr aussieht. Wird das eigentlich gepflanzt oder ist das gelegt? Es fällt hinten raus. Und wird wie ein Kartoffelhaufen zugekippt, ja. Das ja, das stimmt. Ich meine, wir haben da hinten, das kann man jetzt von hier leider schlecht sehen, wir haben da schon auf Feld 3 Zuckerrohr angepflanzt. 4 Stunden. 1 Meter ist da ziemlich wenig. So dass wir halt ein bisschen Frucht schon haben, die dann wächst. Und Feld 29 ist erntereif, aber wir haben uns bis jetzt gesagt, nein, wir sehen erstmal die anderen Felder an, bevor wir 3 Tage mit Ernten auf Feld 29 beschäftigt sind. Mit 2 Bisons. Überladewagen können wir euch leider noch nicht zeigen. Die Bisons passen über keinen Überladewagen rüber. Die sind einfach zu niedrig dafür. Über den einen auch nicht, der beim Platinum dabei ist. Über den erst recht nicht. Okay, gut. Der ist. Hat sich das erledigt. Ist fast so groß wie der vom Big Bad DLC. War mein erster Gedanke, den zu nehmen, aber nein. Aber was das Gute ist, wir müssen dann kein Zuckerrohr mehr anpflanzen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. So wie man das in dem einen neuen Trailer gesehen hat, da wo heute rausgekommen ist am Mittwoch. Stimmt, den habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Aber auf normal und auf leicht war das, ne? Dass der Zuckerrohr nicht mehr angepflanzt werden muss, ne? Und auf schwer war das 3-mal ernten? Ich glaube 3-mal ernten oder was und dann muss das Ganze, glaube ich, wieder weg. Also sehr interessant, so wie das ja eigentlich auch bei den Pappeln sein müsste. Meiner Meinung nach, weil Pappeln werden doch auch nicht jedes Mal neu angepflanzt. Nee. Ich sag mal, Pappeln ist ein Holz, Jungholz, keine Ahnung, wie man das auch immer bezeichnen möchte. Oder ein schnell wachsendes Gehölz. Das kommt so wieder. Wenn du hier irgendwo so ein kleines Pappelding unten abschneidest, der kommt im nächsten Jahr auch wieder. Richtig. So kenne ich das zumindest. Ist genauso wie bei Weide oder sonst irgendwas. Sehe ich nämlich genauso. Hendrik? Ja, ich bin dabei, den letzten Sack gerade zu machen. Okay. Ich weiß gar nicht, Mineraldünger steht da nicht rum, ne? Nee. Müssen wir gleich mal gucken, wie viel in dem Horschgerät noch drin ist, weil normal ist eine Ladung auspflanzen, wenn die Maschine voll ist, gleich 60% Dünger. Und daher musst du eigentlich jedes Mal auch Dünger auffüllen, wenn du die Saatmaschine auffüllst. Jetzt war die ja schon fast leer. Hendrik? Jo. Ich habe so ein kleines Problem gleich. Ach so. Ich bin unterwegs. Info.
Henrik, du musst gleich, wenn du die Saatmaschine befüllst, die Zuckerrohrmaschine, die Palette oben drüber halten und dann muss Chris innen drin auf manuelles Befüllen, also auf R drücken. Jo. No. Oder rechts daneben fahren, das geht auch. Ja, drüber halten sieht ein bisschen schöner aus, finde ich. Meine Meinung. Jo. Das finde ich auch ein bisschen doof, dass man das nicht einfach oben reinkippen kann, wenn der schon so einen Riesentrichter hat. Ja, oder dass man da, sag ich mal, irgendwie eine Spezialgabel noch anfertigt und dann... Zum Kippen. Ja, genau. Ja. Dass man zum Beispiel die normale Palettengabel irgendwie noch mit so einer kleinen Kippfunktion macht. Und dann, ja. Sehe ich auch so. Hendrik, ich komme da gleich hin dann wieder. Ich denke, einmal zurück komme ich noch. Jo. Ja, das normale Saatgut können wir dann in die Horschmaschine füllen, weil ich denke mal, ich bin jetzt auch auf 66% runter. Das ist ja noch nicht viel, aber das Feld ist ja auch noch nicht mal halb fertig. Also da müssen wir auch auftanken. Und Mineraldünger kaufen und... Achso, den Zug, Chris, hast du gestern gar nicht weggeschickt, ne? Kann ich auch gleich noch machen. Deswegen haben wir ja immer noch so wenig Geld. Haben wir noch nichts verkauft, quasi. Kann ich gleich noch machen. Ja! Noch ist es nicht schlimm. Noch haben wir. Jo. Geht halt nur, wenn wir jetzt andauernd neue Saatgut und sowas kaufen, dann... Ja. Also kaufen müssen. Und vielleicht mal ein neues Feld noch, wenn wir jetzt so viel mit Zuckerrohr anpflanzen und das dann ja bleibt, sag ich mal. Dann brauchen wir ja vielleicht noch, ja, obwohl wir haben Feld 10. 29. Ja, dann geht's. Ja, Feld 10 werden wir eine Wiese draus machen. Achso, gut. Aber da sind jetzt Zuckerrüben drauf, die dann auch noch runter müssen. Ach, ich bin leer. Aha, okay. Drum ging das auf einmal so schnell. Naja. Ja, 11 km/h ist atemberaubend, ne? Ja, ja. So wie Pappeln setzen. 5 km/h. Oh ja. Oder Gras mähen mit ganz vielen Bäumen und Büschen und sowas. Immer Schlangenlinien fahren ist auch toll. Ja, wenn man die Paletten noch ein bisschen besser aufnehmen könnte. Mit diesen ollen Zuckerrohr drinnen. Stopp. Oh, hat gepasst. Hm. Ja, noch weiter. Was ich halt gut finde, ist, dass die Maschinen alle meistens mit Direktsaat sind und ja, mit Düngerfunktion. Also das finde ich bei den starren Maschinen schon schön. So. Jo, wenn du noch irgendwo eine Palette hast, dann ja, nehme ich die auch gleich noch mit. Oder sonst fahre ich nochmal eine Runde. Ja, bis du die ausgegraben hast, da fahre ich nochmal eine Runde. Aber ich würde sagen, wir kommen für die heutige Folge zum Ende. Das soll schon wieder gewesen sein. Ich sag mal, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr bei Chris und mir jeweils ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Und sag, bis zum nächsten Mal. Tschö, Leute. Tschüss.